26. April 1986 geschah in Tschernobyl die bisher größte Katastrophe in einem zivilen Atomkraftwerk. Tschernobyl wurde für die Menschen auf der ganzen Welt zum Synonym für eine Katastrophe, die nie geschehen konnte. Laut sowjetischen Wissenschaftlern kann keine Radioaktivität mehr austreten. Der Katastrophenreaktor werde nun schnellstmöglich mit einem Stahlbetonmantel abgedeckt. Die bis zu mehreren 10 Meter dicken Betonschichten sollen den zerstörten Reaktor hermetisch versiegeln. Heute, 15 Jahre nach der Katastrophe, scheint der Sarkophag von 1986, der den zerstörten Reaktor einschließt, in einer schlechten Verfassung. Zahlreiche Studien über seinen Zustand wurden erarbeitet. Millionenbeträge ausgegeben, um einen zweiten, stabileren Sarkophag zu planen. Westliche Bauexperten sind im Inneren des Sarkophags nicht gewesen. Das Ausgangsmaterial der Daten, die sie sammeln und zusammenfassen, ist unser Material. Das sind Analysen aufgrund unserer Untersuchungen, unserer Messungen. Nichts wird untersucht. Nur die Berichte von damals werden abgeschrieben und angepasst. Es ist eine Geldmaschine, und zwar seit vielen Jahren. Richtig, das ist ein Skandal. Also das ist... Im Grunde genommen ist es zwar rechtlich unkorrekt, das zu sagen, aber eigentlich ist das kriminell. Pripyat, erinnere ich noch genau daran, die Scheiben waren eingeschlagen, die Häuser geplündert. Ich habe einen Rummelplatz gesehen und über die Stadt dröhnte, über Lautsprecher übertragen, so russische Schlagermusik, ganz laut durch die ganze Stadt dröhnte. Und die Stadt war tot. Es war gespenstisch. Dr. Sebastian Pflugbeil versucht seit vielen Jahren, die Wahrheit über die Katastrophe von Tschernobyl herauszufinden. Wie groß ist die radioaktive Verstrahlung und wie schlimm die gesundheitlichen Folgen? Ich habe Physik studiert, Plasmaphysik. Und habe dann 20 Jahre in der medizinischen Forschung gearbeitet, in der Akademie der Wissenschaften. Und dann mich seit fast 30 Jahren beschäftigt mit Atomwaffenwirkungen. Und das folgt dann logisch daraus auch mit den Risiken der Kernenergienutzung überhaupt, also auch mit den Kernkraftwerken und allem, was dazu gehört. Da war ich so in der DDR wahrscheinlich der einzige Naturwissenschaftler, der sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Thank you.
In den ersten 24 Stunden nach der Katastrophe gab es keine offiziellen Warnungen vor der Strahlengefahr. Schweden schlug als erstes Land Alarm, nachdem örtliche Messstationen eine starke radioaktive Strahlung bis hoch nach Lappland entdeckten. Ja, ich habe aus Schweden gehört, die ersten Nachrichten kamen aus Schweden. Man dachte, dass in Schweden ein Kernkraftwerk kaputt wäre. Und dann kamen ja schnell die richtigen Nachrichten. Wir alle wissen, die Katastrophe ist eingetreten. In Tschernobyl gab es einen Störfall. Wir waren dann konfrontiert mit der lokalen Autorität, die sofort versucht hat, die Sache runter zu diskutieren. Die Experten sind dann aufgetreten im Fernsehen, die Politiker sind aufgetreten. Alles im Griff, alles kein Problem, alles nicht so schlimm. Die örtlichen Feuerwehrleute, die gleich nach der Katastrophe am Atomkraftwerk Tschernobyl eintrafen, wussten nicht, wie tödlich die Gefahr war, in die sie liefen. Insgesamt halfen über 600.000 Menschen bei den Aufräumarbeiten am Katastrophenreaktor. Nach offiziellen Angaben starben in den ersten Wochen 32 Menschen. Die tatsächliche Zahl der Strahlentoten ist nach Ansicht einiger Experten viel höher. Wir befürchten, dass die Zahl der Toten und der Liquidatoren irgendwo so zwischen 10.000 und 20.000 liegen könnte. Aber wir können das nicht beweisen. Man hat gezielt verhindert, dass Fakten aufgeschrieben werden. Hinterher macht man falsche Angaben dazu. Und dann fordert man, da beweist uns doch das Gegenteil. Das ist ein ganz, ganz perfides Spiel mit den Opfern. Achtung, Achtung! Im Zusammenhang mit dem Störfall im Atomkraftwerk von Tschernobyl hat sich eine ungünstige Strahlenbelastung in der Stadt Pripyat ergeben. Um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, wird eine zeitweilige Evakuierung der Einwohner in die nächstgelegenen Orte der Kiewer Umgebung notwendig. Einen Tag nach der Katastrophe wurden 45.000 Menschen aus Pripyat evakuiert, der Stadt, die direkt neben dem Atomkraftwerk liegt. Ein paar Tage später folgten weitere 135.000 Menschen, die in einem Radius von 30 Kilometern um das Atomkraftwerk lebten. In den ersten 10 Tagen nach dem Unfall beharrten die Behörden darauf, dass in den naheliegenden Städten wie Kiew oder Gomel keine Gefahr bestände. Erst nachdem die größte Strahlenbelastung vorbei war, wurden die Städte angewiesen, Kinder und schwangere Frauen zu evakuieren. Im Juli 1986 gab der sowjetische Geheimdienst KGB mit einem streng geheimen Papier den Befehl, dass alle Informationen geheim gehalten werden müssen, die die Katastrophe und ihre Folgen betreffen. Die Wahrheit über die Menge an Radioaktivität, die aus dem zerstörten Reaktor bei der Katastrophe ausgetreten war, sollte nicht bekannt werden. Die sowjetische Regierung wollte der Weltöffentlichkeit zeigen, dass sie den Katastrophenreaktor unter Kontrolle habe. Der Mann, der den ersten umfassenden Bericht vorgestellt hat bei der Internationalen Atomenergieagentur, der hat sich wenige Zeit später umgebracht, Professor Legasov, und eine Art Testament hinterlassen, aus dem hervorgeht, dass die Situation, die er dort vorgetragen hat, in Wirklichkeit viel schlimmer und in vielen, vielen Bereichen wirklich viel schlimmer gewesen ist. Und dass er offensichtlich unter Druck gesetzt worden ist, dort in der Öffentlichkeit falsche Angaben zu machen, ein harmloseres Bild darzustellen.
ich hatte Kontakt zu einer ganzen Reihe von interessanten Professoren und Wissenschaftlern, die auch kritisch sich mit diesem Thema beschäftigten. Und ich dachte, ohne da viel zu analysieren, dass es dann eine Menge davon geben sollte im Westen. Als dann die Mauer fiel und als wir rüberfahren und die dann auch engeren Kontakt bekamen zu den westdeutschen Politikern aller Parteien und zu den Wissenschaftlern im Westen, da stellten wir fest, dass das doch absolute Ausnahmen waren. Ne? Und der normale Wissenschaftsbetrieb im Westen genauso kernenergiefreundlich, unkritisch, korrupt, verlogen funktioniert, wie das in der DDR auch war. Und mir, Frau Tatjana Böhm, Dr. Sebastian Pflugbeil ist einer der Gründer der Bewegung Neues Forum. Das Neue Forum spielte eine zentrale Rolle beim Übergang der DDR zur Demokratie. Dr. Sebastian Pflugbeil war auch Mitglied des Runden Tisches, dem wichtigsten politischen Gremium in der Übergangsphase. Die einschlägigen Akten ausgeräumt werden können. Ich bitte die gewählten Persönlichkeiten, hier oben Platz zu nehmen. Bitte schön. Im Januar 1990 bat der Premierminister Hans Modrow Dr. Sebastian Pflugbeil als Minister ohne feste Zuständigkeit am Kabinett teilzunehmen. Ich habe damals gesagt, ich mache das. Ich hatte ein ganz konkretes Ziel. Ich wollte an die geheimen Unterlagen über die Kernkraftwerke in der DDR ran. Und damit auch alles auf den Tisch kommt, hat das Neue Forum und die Grüne Liga ihre neuen Minister aus Ostberlin nach Greifswald geschickt. Das pannenreiche und unfallträchtige Atomkraftwerk sofort abschalten, wenn die Sicherheitsstandards unzureichend sind, lautet ihre Forderung. Und da bin ich allerdings fast vom Stuhl gefallen, weil dort dokumentiert war, dass die Regierung seit vielen Jahren minutiös informiert war über die gravierenden Schwachpunkte dieser russischen Kernkraftwerke. Und das haben wir dann sehr schnell, innerhalb weniger Wochen, ein Gutachten gemacht, das publiziert, sodass jeder das lesen konnte. Ich denke schon, dass das Öffentlichmachen dieser Informationen einen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Kernkraftwerke dann relativ schnell alle geschlossen wurden. Ich habe seit ungefähr 15 Jahren immer wieder gesucht nach der Wahrheit, was die Vollkontrolle angeht. Ich bin in Krankenhäuser gegangen, ich habe mit Ärzten gesprochen, in Dörfern, in großen Kliniken, in Großstädten. Ich bin in Familien gewesen, wo die Kinder krank waren, die Eltern krank waren. Wir untersuchen nun dein Blut. Und dann gehst du hinunter zur Ultraschalluntersuchung deiner Schilddrüse. Okay? Okay. Es gab 1989, also erst eigentlich 1990, eine Menge von so halboffiziellen, inoffiziellen Informationen, wie wir sie auch dann bekommen und verbreitet haben. Und das hat offensichtlich gewirkt, so ein bisschen wie ein Alarmsignal für die Atomindustrie. Und deshalb ist der Beschluss gefasst worden, von der Internationalen Atomenergieagentur in Wien, das mal in Ordnung zu bringen. Und ein großes Forschungsprojekt wurde in Gang gesetzt, an dem mehrere hundert Wissenschaftler aus den Ostblockstaaten und auch aus den westlichen Staaten, die in der IAEA vertreten sind, zusammengetrommelt wurden. Und dann haben sie einen Bericht geschrieben. Der ist in der Langfassung ungefähr so dick. In der Kurzfassung, die sehr schön bebildert ist und bunt gedruckt ist für die Journalisten, da stehen dann so Sätze: Wir konnten keine Erkrankung feststellen, die auf Strahlung zurückzuführen sind.
Ja, unsere Behörde war von Anfang an mit dabei. Ich kam unmittelbar nach dem Unfall hierher. Unsere Behörde folgte 3 Tage, nachdem der Unfall bekannt wurde. Und wir haben viele, viele Untersuchungen vorgenommen. Die größte ist das internationale Tschernobyl-Projekt. Diese Studie wurde 5 Jahre nach dem Unfall erstellt, weil es vorher noch nicht Perestroika gab. Wir haben in allen Studien festgestellt, dass die Gesundheitsprobleme aufgrund der Strahlung relativ gering sind. Das ist nach wie vor gelogen oder mit der Zeit immer mehr gelogen noch, weil die Anzahl der Krebsfälle inzwischen steigt. Das ist aber kein Wunder, weil die Leute, die damals gelogen haben, die gleichen sind, die heute lügen. Die sitzen auf diesen hohen Stühlen und haben das Monopol für die Wahrheit oder für die Lüge, wenn Sie so wollen. Und die Öffentlichkeit nimmt das nicht zur Kenntnis. Experten, die die gesundheitlichen Folgen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki untersuchten, teilen die Strahlenerkrankungen in Phasen ein. In der ersten Phase sterben die Menschen unmittelbar an der starken Strahlung. 1 oder 2 Monate später sterben die Menschen vor allem an Erkrankungen des Knochenmarks sowie an Immunschwächen. Nach einigen Jahren steigt dann die Zahl von Krebsarten wie Schilddrüsenkrebs und Leukämie, vor allem bei Kindern, dramatisch an. Die letzte Phase erreicht ihren Höhepunkt 15 bis 20 Jahre nach der Strahlenkatastrophe. Mit einem deutlichen Anstieg verschiedener tödlicher Krebsarten. Auch bei den Menschen, die nur kleineren Mengen radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Im Westen ist meine Erfahrung, hat sich niemand von den eigentlich dafür zuständigen Stellen wirklich dafür interessiert, was da passiert ist. Wir wollten das gar nicht wissen und die Diskussion darüber nicht führen. Und deshalb hat mich besonders interessiert ein dänischer Fernsehfilm. In diesem Film war ein Mann aus Moskau, aus dem Kurtschatow-Institut, Herr Tschitscherow, der eine andere Hypothese dazu hat. Zu dem Ergebnis gekommen ist, dass wesentlich mehr ausgespuckt worden ist. Laut offiziellen Angaben sind 96% des radioaktiven Brennstoffs noch im zerstörten Reaktor und ca. 3 bis 3,5% sollen ausgetreten sein. Ich denke, es ist genau umgekehrt. Ich bin bereit, mit jedem Experten darüber zu diskutieren und die Daten auf den Tisch zu legen. Aber es gab keine Diskussionen in den letzten 11 Jahren, aus verschiedenen Gründen. Ich bin natürlich kein Reaktortechniker und für mich ist das schwierig zu taxieren, ob solche Aufnahmen vielleicht gestellt sind oder woher sie stammen. Ich habe gehört, dass ein leitender Beamter aus der sowjetischen Atomsicherheitsbehörde im Westen ist. Und dem traue ich zu, das zu beurteilen, ob diese Aufnahmen echt sind, woher sie stammen und ob tatsächlich diese Zuordnung zu Tschernobyl stimmt. Dr. Sebastian Flugbeil trifft in Kopenhagen den russischen Atomexperten. Okay, schauen wir uns das an. Können Sie für eine Sekunde anhalten? Gut. Dieses überzeugt mich nicht. Sehen Sie? Dieser Mann trägt keinen Anzug, keinen Spezialanzug. Und dieser Mann raucht. Sehen Sie? Ich kann das nicht glauben. Wie können Sie eine Erlaubnis haben, eine offizielle Erlaubnis, in diese Zone zu gehen? Ich kann das nicht verstehen. Sie befinden sich gerade auf der oberen Platte des Reaktors, hier. Im Inneren des Reaktors? Ja, innerhalb der Reaktorzone, der aktiven Zone. Hier liegt sie. Aber sie müssen verstrahlt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch am Leben sind. Sie müssen verstrahlt sein. This part,
Dieser Teil, genau dieser Punkt überzeugt mich. Sehen Sie? Dies ist die geometrische Größe aller Teile des Reaktors. Hieraus ist genau zu ersehen, dass es sich um den Tschernobyl-Reaktor handelt. Lassen Sie uns weiterschauen. Und sehen Sie, es ist schockierend. Es ist schockierend. Kein Brennstoff in der Reaktorzone. Es ist ein leerer Raum. Sie gehen da lang und da ist kein Brennstoff. Sie gehen ohne Masken. Dieses Graphit. Und nur ein Mann trägt eine Maske. Ja, es sieht so aus, als ob die Außenaufnahmen tatsächlich echt sind. Und da müssen auch die Leute, die da drin waren, echt sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das möglich ist, dass in den Reaktortopf, also da, wo das ganz Gemeine in diesem Reaktor stecken sollte, dass da Leute umhergehen und sich das ansehen. Nach meinem Verständnis müssten die wirklich schwere Strahlenschäden haben. Auf der anderen Seite, so jemand wie dieser Herr Tschetscherow aus Moskau, der Fachmann ist und in diesen Reaktor reinklettert und sehen will, was dort wirklich ist, das ist schon eine bemerkenswerte Person sein. Also er muss wirklich wissen wollen, was da passiert, und das macht sicher Sinn, wenn man sich mit dem Mann trifft und versucht rauszukriegen, was da wirklich passiert. Das wäre ein vernünftiger nächster Schritt. Dr. Sebastian Pflugbeil fährt in die Ukraine, trifft sich in der Stadt Tschernobyl mit dem russischen Atomwissenschaftler Konstantin Tschetscherow. Hier ist Karoshi Informatsi Vapros Skolka Konkret. Das ist eine gute Frage. Wie viel Beton ist in dem Sarkophag? Ist es möglich, in den Sarkophag zu gehen und nachzuschauen? Und ist es möglich, weitere Räume im Reaktor zu besuchen? Es ist möglich. Wir können das tun. Zuerst einmal gibt es viele Videoaufnahmen, die die Situation im Reaktor zeigen. Die Menschen, die diese Aufnahmen und Untersuchungen im Reaktor machten, sind alle noch am Leben. Dieses Material erlaubt uns mit großer Genauigkeit zu bestimmen, was sich in den Räumen unter dem Reaktor befindet. Ich habe in Moskau die Technische Hochschule absolviert und bekam darauf im Kurchatow Atomenergieinstitut eine Stellung. Dort arbeitete ich bis zum Unfall in Tschernobyl 1986. Am 7. Juni 1986 bin ich in Tschernobyl angekommen. Ich hatte eine einfache Aufgabe. Ich sollte in einem Hubschrauber fliegen und mittels eines Infrarotthermometers die Temperatur im Reaktorschacht messen. Geplant waren lediglich ein paar Arbeitstage, aber es zog sich in die Länge. Zuerst einen Monat und dann vielleicht eine Lebensaufgabe. Die Messungen aus dem Hubschrauber zeigten überraschenderweise, dass die Temperaturen im Inneren des Reaktors und in den anliegenden Gebäuden im Durchschnitt bei 24 Grad Celsius lagen, also ganz normal waren. Es wurden bei den Messungen aus der Luft keine heißen Zonen gefunden. Danach verlagerten sich unsere Arbeiten darauf, Messungen und Untersuchungen im Inneren des vierten Blocks zu machen. Wir wussten, wie und wohin wir gehen konnten. Aber generell gab es keine Genehmigung für diese Arbeiten. Es war alles inoffiziell. Offiziell durfte keiner Menschen in das Innere schicken. Die erste Expedition zeigte, dass der Sarkophag definitiv kein massiver, geschlossener Betonmantel ist, sondern eine dünne Abdeckung voller Risse und Löcher,
durch die Regenwasser eintrat und Vögel ein- und ausflogen. Wir sind von Raum zu Raum, von Korridor zu Korridor gegangen und haben alles auf Papierlappen aufgezeichnet. Später am Abend haben wir dann alles ins Reine geschrieben. Besonders wenn man allein in einen Raum hineingeht und die Wände hängen schräg und man weiß nicht, wie lange sie sich noch in dieser Lage halten werden. Wenn eine solche Platte auf dich herabfällt, dann wird man dich nicht einmal mehr finden können. Solche Ängste hatten wir schon. Sie waren sogar vorherrschend. Wir haben Videoaufnahmen im Inneren von Block 4 gemacht. Ich habe 20 Stunden Videomaterial, vielleicht auch mehr, 30 Stunden. Das Material ist riesig, aber es ist bis jetzt von niemandem bearbeitet worden. Das ist paradox. Die glaubwürdigsten und verlässlichsten Daten, den Unfall betreffend, sind bis jetzt nicht analysiert worden. Aber nur das, was die Menschen selbst gesehen haben, das können sie für sich analysieren. Aber es ist, als ob es keiner mehr braucht. Wenn seine Untersuchungen bisher kaum beachtet wurden, dann stellt sich die Frage, was internationale Organisationen und Firmen, die sich mit Projekten und Studien über die Tschernobyl-Katastrophe beschäftigen, während der ganzen Jahre gemacht haben. Das Programm, was ich als Projektleiter leite, befasst sich mit dem Sicherheitszustand des Sarkophags. Die Grundidee ist die, dass man alle sicherheitsrelevanten Daten in eine große Datenbank einbezieht, dass diese Daten von den verantwortlichen östlichen Institutionen, die das meiste Wissen haben, zusammengestellt werden, überprüft und validiert werden und dann im Rahmen eines großen Datenbankprojekts zusammengebracht werden. Die Deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit, GRS, erhält ihre finanziellen Mittel hauptsächlich vom deutschen Umweltministerium und von der Europäischen Kommission. Über Tochtergesellschaften ist die GRS auch an Projekten zum Bau des zweiten Sarkophags beteiligt. Das Geld für den Bau des zweiten Sarkophags wird von der Bank für Wiederaufbau und Entwicklung verwaltet. Die Bank wurde 1991 gegründet, um den Übergang zur Marktwirtschaft in den Ländern Zentral- und Osteuropas zu fördern. Nach der Katastrophe von Tschernobyl schlug die deutsche Regierung 1994 auf der Gipfelkonferenz in München vor, ein Konto für Reaktorsicherheit einzurichten. Das wurde gemacht. Seitdem kümmert sich unsere Bank auch um Projekte zu Fragen der Reaktorsicherheit. Bei ihrem Gipfeltreffen in Denver 1997 verabschiedeten die G7, die sieben mächtigsten Industriestaaten der Welt, die Europäische Union und die Ukraine einen Finanzplan. Das Geld sollte dazu dienen, einen zweiten Sarkophag zu entwickeln. The fundamental concept of the SIP. Die grundlegende Idee des Plans ist die, den Sarkophag in ein stabiles und gegenüber Umwelteinflüssen sicheres System umzugestalten. Das soll durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Der Plan ist kein Dokument, das detaillierte, ich sollte sagen, schon gar nicht detaillierte Lösungen anbietet. Aber es benennt die Problemfelder und zeigt den Weg hin zu Lösungen mittels verschiedener technischer und programmatischer Entscheidungen auf höchstem Niveau. Dr. Sebastian Pflugbeil und Konstantin Tschetscherow sehen sich in Kiew die Videoaufzeichnungen aus dem Reaktor an, beraten, ob sie gemeinsam in den zerstörten Reaktor gehen, um herauszufinden, wie viel Gefahr von ihm heute noch ausgeht.
Irgendwie hatte ich das Gefühl bei dem Gespräch mit Tschetschow, dass wir uns da gefunden hatten auf der Suche. Tschetschow ist bereit, mit mir da nochmal reinzugehen und mir die Dinge zu zeigen, über die wir gesprochen hatten. Wir haben lange diskutiert, wie wir das praktisch machen. Situation, dass man ernsthaft überlegt, in dieses Ungeheuer da reinzukriechen und sehen zu wollen. Das ist schwierig zu rechtfertigen und man weiß nicht, was für Strahlenbelastung da genau auf einen zukommt. Man weiß nicht, wie das möglich ist, sich da zu bewegen. Man weiß nicht, ob möglicherweise Unfälle passieren, ob dann irgendwo runterfallen oder es kann einem was auf den Kopf fallen. Das ist alles sehr unwegbar. Es ist eigentlich nur möglich, in Begleitung von Tschetschow, der die Geografie des Reaktors kennt wie seine Westentasche. Mein Messgerät zeigt die Gesamtsumme der Strahlung. Ungefähr 150 Mikrosievert pro Stunde. Ja, nur 150 Mikrosievert pro Stunde. Die Expedition in den Reaktor ist nicht ungefährlich, denn auch die Anzüge und Masken schützen nicht vor der radioaktiven Strahlung. Schauen Sie, hier oben auf Level 19 waren Geräte, die haben wir damals in den Kontrollraum gebracht. Insgesamt ist natürlich der Eindruck da drin furchtbar. Also die Beleuchtung ist schon mal schlecht und dann rumoren die Geigerzähler und man muss aufpassen, dass man nicht stolpert und nach Möglichkeit nicht anfasst und diese Geräte machen einen mörderischen Krach. Also man hört mit den Ohren, dass dort einiges schwierig ist. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Großteil der Geräte ist ausgeschlachtet und anderweitig verwendet. 1986, als wir das erste Mal hier waren, haben wir diese Notiz hinterlassen. In den frühen Stunden des 26. April 1986 geriet der vierte Block des Atomkraftwerkes Tschernobyl außer Kontrolle. Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Laut offizieller Version waren an der Katastrophe die Konstruktionsfehler des Reaktors schuld, sowie die Mannschaft, die wichtige Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet hätte. Die folgende Explosion war so stark, dass die über 2000 Tonnen schwere Abdeckung des Reaktors hochflog. Die Weltöffentlichkeit scheint immer noch davon auszugehen,
dass die sowjetische Aussage stimmt, dass die radioaktive Verseuchung auf ein Minimum beschränkt wurde. What you have inside is still approximately 97%. Im Inneren befinden sich noch rund 97% des ursprünglichen radioaktiven Brennstoffs des Reaktors. Ich denke, ganz Europa hat gesehen, was die übrigen 3% in Europa und weitere Entfernungen angerichtet haben. Zu dem Verbleib des Brennstoffes gibt es sehr viele Untersuchungen, die auch im Wesentlichen durch die Komplexexpedition des Kurchatow-Instituts damals begonnen wurden, aber auch von vielen anderen Instituten mit unterstützt werden. Die Frage ist, ob die Daten und die Ergebnisse von den westlichen Experten überprüft wurden. Um es noch einmal zu sagen, westliche Experten messen hier gar nichts. Gemessen wird nur von unserem, ich meine ukrainischem Personal. Die Strahlungswerte werden seit dem 26. April 1986 gemessen und das geschieht täglich bis auf den heutigen Tag. Im Laufe der Jahre haben Konstantin Tschetscherow und seine Kollegen viele Expeditionen durch die Räume über und unter dem Reaktor des Unglücksblocks 4 vorgenommen. Sie stießen dabei nur auf geringe Mengen radioaktiven Brennstoffs, aber auf wichtige Indizien, die eine alternative Theorie, was den Verlauf des Unfalls angeht, nahelegen. Im Reaktorschacht, also da, wo früher die aktive Zone war, gibt es die aktive Zone nicht mehr, nur eine leere Stelle. Aber es gibt einige große Betonplatten, die heruntergefallen sind, als der obere Teil des Reaktors und die ganze aktive Zone in die Höhe geflogen sind. An diesen Betonplatten ist die Farbe noch erhalten. Die Farbe ist nicht verbrannt. Die Platten konnten nur zu dem Zeitpunkt herabfallen, als sich der obere Teil erhoben hat, aber nicht irgendwann später. Als sie herabfielen, gab es dort keine hohen Temperaturen mehr. In den Konstruktionen unter der aktiven Zone sahen wir Brandlöcher. Sie sehen aus wie von einem Strahl erzeugt, als die Metallkonstruktion geschmolzen ist. Aber in einem Abstand von 15 cm von der Schmelzstelle entfernt ist die Farbe unversehrt. Das bedeutet, dass es kein Meer von Schmelzmassen gegeben hat, das sich allmählich nach unten bewegt hätte. Denn dann wäre die Farbe nicht erhalten geblieben. Das sind Details, aber sie zeigen, dass die offizielle Version von einem langsamen Schmelzprozess fehlerhaft ist. Meiner Meinung nach verlief der Schmelzprozess schnell und war, was Ausbreitung und Schmelzmenge angeht, sehr begrenzt. Der größte Teil der Schmelzmasse ging nach oben. Wenn diese These richtig ist, dass der Kern des Reaktors mit dem Brennstoff durch das Dach geschleudert wurde und über der Reaktorhalle explodierte, könnte dies erklären, weshalb Konstantin Tschetscherow nur geringe Mengen des Brennstoffs im Reaktor fand. Man kann zwar solche Elefantenfüße, also geschmolzene Brennstoff-Siliziummischung an einigen Stellen im Reaktor finden, aber die Menge dieser Reste, die man dort sehen kann, die reichen bei weitem nicht aus, um die ungefähr 200 Tonnen Brennstoff, die dort im Reaktor waren, zusammenzubringen. Also man kann es nicht zeigen, ist die eine Seite, und auf der anderen Seite ist eine plausible Theorie, wie wesentlich mehr von dem Zeug in der Umgebung verteilt worden sein könnte. Da sowjetische Angaben als unzuverlässig galten, machten westliche Wissenschaftler Messungen weiter im Osten und fanden dort radioaktive Verseuchung.
Es erscheint unlogisch, dass sich die relativ geringe Menge Radioaktivität, die laut offiziellen Angaben in Tschernobyl austrat, bis nach Japan verteilen konnte. Das verändert natürlich die gesamte Vorstellung vom Ablauf der Katastrophe, und es verändert auch die Vorstellung über den angerichteten Schaden in der weiteren Umgebung. Da ist neu darüber nachzudenken, Thesen zu überprüfen. Für mich war vieles von den Nachrichten, die aus dieser Richtung kamen, völlig neu. Jetzt sind wir sehr nah an der aktiven Zone. Von hier haben wir damals Löcher in den Reaktor gebohrt. So, frische Luft. Ich denke, wir haben einen Punkt gesehen, dass längst nicht so viel Material in dem Reaktor liegt, wie in den offiziellen Berichten steht. Dem werden wir weiter nachgehen. Eine Studie der Alliance-Gruppe, die 1995 veröffentlicht und durch die Europäische Union finanziert wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass sich hunderttausende Tonnen radioaktiven Materials im Inneren des zerstörten Reaktors befänden. Fraglich ist, ob überhaupt jemand von den westlichen Experten vor Ort war oder ob einfach alte offizielle Informationen von 1986 abgeschrieben wurden. Direkt nach der Katastrophe wurden hunderte Tonnen Sand, Bindemittel und Blei in den Reaktor geschüttet, um Brandherde zu ersticken und zu verhindern, dass weiter Radioaktivität austritt. Also ich habe diese Mengen einfach nicht gesehen. Wir haben große freie Räume gesehen, die dieser Auskunft widersprechen. Wenn man die offiziellen Angaben über diese großen Mengen Sand und Beton zusammenrechnet, dann müsste man zu einem Block kommen, der weit größer ist als der gesamte Sarkophag. Und wenn man jetzt innen so viele leere Räume findet, dann wird die Differenz zwischen Papier und Wirklichkeit noch größer. Was haben Sie da noch zu suchen? Und was haben Sie über 10 Jahre da gemacht? Einen leeren Stall bewacht? Wir fragen hierzu den deutschen Umweltminister. Denn Deutschland ist mit der größte Geldgeber für den Bau des zweiten Sarkophags. Wir wissen, dass dort einer der verunglückten Reaktoren drin ist und dass dieser Reaktor und dieses Unglück sehr viele Menschen, wie es auch Kinder bis heute auf dem Gewissen hat. Und wir tun alles, dieses Risiko abzusichern. Und da ist man im Zweifel auf der sicheren Seite. Die Video- und Fotoaufnahmen des zerstörten vierten Blocks sind ein herzzerreißender Anblick. Diese Wunde musste man irgendwie zudecken, um bei niemandem, auch bei sich selber nicht, Ängste zu schüren. Wenn man sich die technische Dokumentation über den Bau des Sarkophags ansieht, dann bestand die wichtigste Voraussetzung für den Bau darin, dass er so schnell wie möglich fertig werden sollte. Die Zeit war der wichtigste Faktor. Jahrelang war der Sarkophag über dem zerstörten Reaktor nichts weiter als eine notdürftige, dünne Abdeckung, voller Risse und Löcher, durch die radioaktiver Staub austreten konnte. Der Schutzmantel, die Struktur ist nicht stabil. Es war eine unsichere Konstruktion unter den gegebenen schwierigen Bedingungen damals, 1986.
Die Stabilität des Mantels ist fraglich. Stability is questionable. Trotz massiver Investitionen wurde während der letzten Jahre nur wenig getan, um den Zustand des Sarkophags zu verbessern. What is the situation today? Wie sieht der Sarkophag im Vergleich zu früher heute aus? Ein bisschen besser aufgrund von notdürftigen Reparaturen. Und das Kontrollsystem für die radioaktive Strahlung wurde ausgetauscht. Die Situation ist jedoch auf jeden Fall immer noch hochriskant, aufgrund der Instabilität des Sarkophags und der Gefährlichkeit seines Inhaltes. Also man muss schon einiges tun, damit da keine Unfälle passieren und möglicherweise durch Erdbeben ausgelöst der Sarkophag zusammenbricht und dann hätte man eine riesen Staubwolke, die schon einige Leute belastet. Aber für uns in Europa, Westeuropa, in der übrigen Welt geht von diesem Ding definitiv keine Gefahr aus. Im Jahre 1996 wurde bekannt, dass Europa bis 1995 für die Atomsicherheit in der Ukraine 565 Millionen US-Dollar ausgegeben hatte. Dieser Betrag rief einen tiefen Schock hervor, denn keiner konnte sich vorstellen, dass für solche enormen Summen Arbeiten durchgeführt wurden. Offiziell arbeiten am jetzigen Sarkophag ungefähr 820 Menschen. Man könnte erwarten, dass man Monteure, Bautrupps oder Abbautruppen sieht, aber es gibt sie nicht. Das Objekt fristet sein eigenes Dasein. Anscheinend wird die rege Tätigkeit von jemandem finanziert. Oder wie soll man es sonst nennen? Man sieht kaum Arbeiten. Es ist wie eine virtuelle Arbeit. Jedes Jahr wird Geld dafür ausgegeben. Ich möchte das nicht so einfach kritisieren. Ich bin ja selbst auf irgendeine Art und Weise daran interessiert, am Reaktor mitzuarbeiten. Aber jeder andere normale Mensch würde sagen, dass dort nicht gearbeitet wird. Für die Atomsicherheit waren in den Jahren bis 1995 in der Ukraine aus ukrainischer Sicht noch nicht einmal Arbeiten für 10 Millionen US-Dollar durchgeführt worden. Sie hören alle möglichen Kommentare. Ich denke, dass viele daher kommen, dass es schwer verständlich ist, dass man am Anfang eines Projekts massiv in Untersuchungen und technische Planungen investieren muss. Dies ist die einzige Art und Weise, wie Projekte funktionieren. Zurzeit ist das leider noch sehr schwer begreiflich. Zeuge meiner Anfrage beim Leiter des Büros für Atomsicherheit der Europäischen Kommission, Herrn Bonacci, war der deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Dr. Gerhard Boots. Es hat ihn auch sehr verblüfft, dass für diese Projekte, für 565 Millionen US-Dollar, nur 30% der Rechenschaftsberichte vorlagen. Heute dagegen werde das Geld, das in die Ukraine und nach Tschernobyl fließt, gut kontrolliert. So die Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Wir haben extrem strenge Kontrollmaßnahmen, nicht nur, das möchte ich Ihnen gerne sagen, das ist sehr wichtig,
nicht nur über die Geldmenge, die letztlich von unseren Konten in London aus verteilt wird. Wir haben auch eine sehr gute Kontrolle des Projekts über die ukrainischen Mittel. Wir kontrollieren alle Gelder, die wir haben. Wir legen Wert darauf, dass die Gelder dort ankommen. Wir gehen jedem Hinweis kriminellen anderen Verhaltens nach. Nur europäische Programme, Programme europäischer Banken sind von der EU und sind von der Bank entsprechend zu behandeln, nicht von uns. Die Bank vergibt die Aufträge. Die Bank hat Rechenschaft zu legen gegenüber denjenigen, die das Geld gegeben haben. Die Bank hat sicherzustellen, dass das Geld dort ankommt, was da ist. Wenn es dafür irgendwelche Indizien gibt, dass dieses nicht geschehen ist, dann werden wir dem nachgehen. Während die Geldmaschine weiterläuft, bleiben drängende Probleme in Tschernobyl ungelöst. Also die Frage, wohin mit dem Müll und Schrott? Man redet zwar darüber und macht Pläne, wann es denn dazu kommt, das ist völlig unkalkulierbar. Ein so ein Beispiel, wo man das Grübeln bekommt, ist ein Riesenschrottplatz, auf dem hunderte von riesengroßen Hubschraubern stehen, wie so in einem Sauriermuseum. Hier entsteht eine neue Anlage für hochradioaktiven Müll. Der Plan? Der radioaktive Müll wird in Metallbehältern so lange gelagert, bis er nicht mehr stark strahlt. Dann wird er ebenso vergraben wie bisher, auf diesem Feld, ohne Schutz. Dabei ist das Grundwasser bereits radioaktiv verseucht. Doch anstatt sich vorrangig um das Wasser- und Abfallproblem zu kümmern, sammeln westliche Experten Millionen für einen teuren und überflüssigen zweiten Sarkophag. Während der Zusicherungskonferenz in Berlin im Jahr 2000 wurden 713 bis 717 Millionen US-Dollar an Geldmitteln zugesichert. Ich muss immer die Umtauschrate des Konferenztages hinzuaddieren. Also der Shelter Implementation Plan zielt ja zunächst mal darauf ab, eine zweite Hülle zu bauen und bestimmte Stabilisierungsmaßnahmen zu machen, sowie Pilotstudien zu einzelnen Fragen der Entsorgung durchzuführen. Es ist so, dass solche Entsorgungsfragen frühestens in einigen 10 Jahren begonnen werden können, bis zu 100 Jahren vielleicht. Und aus diesem Grund ist also jetzt die Datensicherung und Erhebung und Erfassung so wichtig, weil dann eben die nachfolgenden Generationen praktisch keinen direkten Zugang mehr haben zu diesen Daten. Und die Datenbank selbst, die wir hier gebaut haben, die ist eine Voraussetzung, mit die späteren Entsorgungsfragen mitzulösen. Diese Shelter-Idee ist jetzt 4 Jahre in den Köpfen. Und man könnte denken, dass man in 4 Jahren schon allerhand auf die Beine stellen kann. Was bisher gemacht worden ist, sind Berge von Papier, in der Regel geschrieben von westlichen Fachleuten. Die Gehälter dafür sind in den Taschen westlicher Fachleute verschwunden. Und ich denke, das wird eine ganze Weile so weitergehen. Die Schätzungen gehen bis dahin, dass 90% in den Taschen westlicher Gutachter und Berater landen wird bei diesem Shelter-Projekt. Und von dem Rest noch ein großer Teil in der Hauptstadt Kiew landen wird und vielleicht am Ende 1% von der Gesamtsumme wirklich in irgendwelche Maßnahmen im Kernkraftwerk fließt. Und das ist natürlich, damit kriegt man das Ding nicht hin. Selbst wenn diese Schätzungen überzogen sind. Es ist ganz einfach eine Geldwaschanlage. Im Fonds für den Bau des zweiten Sarkophags sind 768 Millionen US-Dollar.
Meiner Meinung nach wird dieser Summe das gleiche Schicksal zuteil werden wie dem Betrag von 565 Millionen US-Dollar, der in den Jahren bis 1995 ausgegeben wurde. Ohne größeren Effekt und ohne dass die Sicherheit dauerhaft gewährleistet wäre. Das Festhalten an der Behauptung, dass 96% des radioaktiven Brennstoffs noch im zerstörten Reaktor sind, war in den letzten 15 Jahren für die Interessen der internationalen Atomindustrie nützlich. Die Legende von der großen Gefahr half Gelder einzutreiben. Sollte das Geld nicht besser dafür verwendet werden, die noch laufenden gefährlichen Reaktoren vom Typ Tschernobyl abzuschalten? Immer noch laufen diese Katastrophenreaktoren gefährlich nahe an Städten wie Berlin, Helsinki und Prag. Und das Geld könnte der wachsenden Zahl von Opfern helfen, die ihre Gesundheit durch die Katastrophe von Tschernobyl verloren. Ja, wir haben einen großen Weg gemacht von Leuten, die durch Tschernobyl zu Schaden gekommen sind, über die Versuche, diesen Leuten zu helfen, bis richtig ins Zentrum des Bösen, wenn man so will. Das gesamte westliche Interesse an den russischen Reaktoren ist irgendwo pervers. Es gibt noch, ich glaube, 13 laufende Reaktoren von diesem Tschernobyl-Typ. Das ist ein Skandal. Darüber nachdenkt und sich vorstellt, wie das aussehen würde, wenn man zum Beispiel durchs Ruhrgebiet fährt nach so einer Katastrophe oder am Rhein entlang fährt oder in Hamburg spazieren geht nach einem Atomunfall. Das übersteigt einfach die Fantasie.